Moin Leute, heute mache ich mal ein neues Video, um euch die zwei neuen Modi zu zeigen. Einmal haben wir hier Charttopper. Da kriegt man immer so jede paar Tage eine Mission. Das wird im Kalender angezeigt. Hier steht zum Beispiel hier, schaffe dann die Spitze der Tabelle und dann nochmal nächsten Donnerstag. Dann einmal am Dienstag und am Mittwoch und da am Freitag. Ja, da ändern sich dann wahrscheinlich immer die Missionen. Ich bin mir noch nicht sicher, weil das ist ja jetzt das erste Mal, wo das drin ist. Ja, da geht es eigentlich darum, Punkte zu sammeln, die man immer mit der Mission freischaltet. 10 Punkte mit selbst das Dwarfboard zurück. Ich habe das jetzt 285 Mal gemacht in den letzten 2 Tagen. Das ist schon ziemlich viel, weil ich auch probieren möchte, unter die Top 1000 hier zu kommen. Dann bekomme ich diese Belohnung hier, also schon ziemlich gute. Hier bekommt man nur 10 Picks, also wenn man schlechter als 100.000 ist, dann in den Top 100.000 bis 10.000. Eine Exklusive sind 25 normale Picks. Dann in den Top 10.000 bis 1.000. Ein WrestleMania 37, 4 exklusive Draft Picks und 250 Credits. Bis Top 100, also zwei dieselben WrestleMania 37, dann den Kartenrücken. 8 exklusive Draftpicks, 500 Credits und eine besondere Chance auf die Unreleased Giant Karte hier. Dann 2. bis 99. auch eine Pro von WrestleMania 37, dann Kartenrücken, 12 exklusive Draftpicks, dann 1000 Gold und wieder eine besondere Chance. Und 1. kriegt die Unreleased Giant Karte, dann noch 3 Kopien von, also 3 dieselben WrestleMania 37 für zu verstärken. Dann diesen Kartenrücken hier. 16 exklusive Draftpicks und 2000 Gold. Ja, und das ist eigentlich so alles, was man zu diesem Modus sagen könnte. Dann haben wir hier Codebreaker. Das ist auch ein neuer Modus, der jetzt reingekommen ist. Da möchte ich eigentlich auch probieren, die Eventkarte zu bekommen, also am besten 10.000. Im Moment bin ich halt 7.288. Hier kriegt man halt bis zur Top 10.000 immer eine schlechter werdende Eventkarte. Das ist die schlechteste. Und die für die erste hier oben, das ist die beste. Und dann darunter kriegt man dann 3 Platin plus plus Packs und so weiter. Dann pro Level kriegt man, erhöhen sich auch die Packs zu besseren Packs. Das Beste kriegt man hier Platin plus plus. Da bin ich jetzt bei Level 104, glaube ich. Und dann hier Bronze. Das erhöht sich halt von ziemlich schlecht. Das ist ja ziemlich schlecht halt. Bis zu, ja, geht so, ne? Relativ gut. Naja. Ja, und dann schauen wir jetzt mal Gameplay an. Also eigentlich habe ich hier 2 Tricks, die ich eigentlich immer mache. Und zwar, zuerst setze ich mal alle verschiedenen, um herauszufinden, wie viele verschiedene Pfeile da drin sind. Hier sind es zum Beispiel 2, weil einer ist, weil die Häkchen, die bedeuten halt, dass das auf dem richtigen Platz ist, die Karte. Und die, der Kreis dann halt auf dem falschen Platz. So, richtige Stelle, falsche Stelle. Und weil das ja alles verschiedene waren, dann sieht man, dass da 2 Pfeile insgesamt in dem Code drin sind. Jetzt probiere ich mal 2 von diesen und 2 von diesen aus. Ob das richtig ist, das sind 2 richtige. Also einer von denen hat 2 richtige. Hier ist es eigentlich auch nicht so schlimm, wenn man verliert, da verliert man nur so ein paar Punkte, aber die Hauptsache ist halt den Code zu lösen. Dann mache ich einmal die beiden und die beiden nach oben hier. Das sind 0, also weiß ich jetzt, dass der Code nur mit nach unten und nach rechts fallen zusammengebaut ist. Dann eigentlich mein zweiter Trick ist, wirklich bis zum Ende zu warten. Und den Call und dann vielleicht auch ein paar Pfeile zu sehen, die ich richtig hatte. Dann abbrechen, also Spiel verlassen, wieder drauf gehen. Und
man sieht den Code oben angezeigt, dass man, also die Pfeile, die jetzt hier angezeigt werden, sieht man immer oben angezeigt von dem Level. Aber man hat das Spiel nicht, nicht gebraucht und die Verdoppler hat man auch nicht verbraucht. Also, ja. Das ist schon ein sehr guter Trick eigentlich. So, jetzt schaue ich mal, ob der richtig ist. Das ist nicht richtig. Also muss da noch ein Pfeil nach rechts. Also. Und dann wieder aufs Spiel. Und jetzt habe ich das Spiel nicht verloren, aber hier oben steht der Code für das Level, was davor noch nicht da stand. Das ist auch ein sehr guter Trick dann, um halt möglichst viele Punkte zu bekommen. Und auch möglichst schnell eigentlich. Dann da kommt dann einer, da der. Und da kommt dann noch ein Pfeil nach rechts. Vier richtige Pfeile jetzt hier. Verliere ich auch fast alles. So, eins habe ich jetzt gewonnen. Ja, und dann gehe ich direkt vor bis zur finalen Runde. Letzte Runde. Da sind immer Gegner, die man eigentlich gar nicht schlagen kann. 12 Millionen. Aber wenn man den Code hat und die richtigen spielt, dann gehen die runter auf 900.000 oder 700.000, was auch immer. Wie hoch man halt ist. Ne? Dann setze ich dann auf den Court und besiegt dann dadurch auch die Gegner hier. Wenn man verliert, dann bekomme ich jetzt, im Moment bekomme ich ungefähr irgendwas mit 100, wenn ich verliere. Wenn ich gewinne, bekomme ich so, ja, sehen wir jetzt hier, 260 im Moment. Dann bin ich jetzt bei einem Platin Plus Plus Pack, also schon ein ziemlich gutes. Ja, ist aber eigentlich besonders gut jetzt. Manchmal hat man halt Glück und da kommt dann was Gutes raus. Dann 7 Picks jetzt dafür. Alles einlösen. Und das wäre dann eigentlich auch dieser Modus. Das Board hat sich jetzt einmal zurückgesetzt, das ist dann gut für den Charttopper. Und ja, jetzt steht hier noch 7326, aber wenn ich jetzt auf Bestenliste gehe, dann wird das aktualisiert. Weil das hat sich meistens noch nicht aktualisiert. So, jetzt bin ich hier bei 7208. Der sovielte Platz bin ich jetzt, also bekomme ich im Moment diese Eventkarte hier. Ist eigentlich schon gar nicht mal schlecht, wenn man die vergleicht mit den anderen guten. Also das wird auf jeden Fall meine beste Karte, wenn ich die bekomme, egal welche Art ich bekomme. So, ja, das wäre es dann eigentlich mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.